Willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Beim letzten Mal hat man ja die Wohnung von Alice ein wenig durchsucht gehabt und herausgefunden, dass sie sich vielleicht an uns rächen will von dem Tod ihres Vaters, da wir ihn ja eingebuchtet hatten, beziehungsweise Sherlock Holmes. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Ich probiere es jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht Blödsinn ist, das kleine Fläschchen hier zu saufen. Ach, die Musik schwenkt gleich wieder um. Ist das nicht herrlich? Probieren wir es mal. Schmeckt sehr bitter. Aha. Gerbuchlaus schmeckt bitter? Das ist ein Schlafmittel. Fertig. Es ist an der Zeit zu gehen. Ah, okay. Da hätte man ja doch probieren können. Also es ist natürlich blöd, dass das jetzt ein Schlafmittel ist. Wenn das zur falschen Zeit wirkt, ist natürlich hier zappenduster, würde ich sagen. So. Alice Floella Hamilton, eine junge Frau mit einem ungewöhnlichen Hobby. Offensichtlich glaubt sie daran, dass sie mit den Toten kommunizieren kann. Sie verdient sich ihren Lebensunterhalt als Schneiderin. Offenbar schläft sie nicht gut. Sie nimmt Beruhigungs- und Schlafmittel. Sie ist heimlich tuerisch. Sie hat ihre Wohnung in der Baker Street unter falschen Namen gemietet und verheimlicht auch, dass ihr Vater von ihnen verhaftet worden war, als sie noch ein kleines Mädchen war. Naja. So, wie sieht's aus? Landkarte, hab mal. Verkleiden Sie sich als Bandit und versuchen Sie im Green Dragon Informationen. Ah. Okay, das heißt, Verkleidung und go, würde ich sagen. Seemann, Morgenmantel, festlich Arzt, Bandit. So, zum Schminktisch. Schwach getarnt. Ach ne. Ja, die normale Frisur lassen wir mal. Brille lassen wir drauf. Hatten wir nicht noch irgendwie einen Hut oder irgendwas? Aha, schwach getarnt. Machen wir mal das. Hier gab es doch, glaube ich, Hüte, ne? Ja. Aber welcher ist der richtige? Sieht für mich schon fast der hier aus. Weil das hier hat mehr was vom Pastor. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das. Mal Escape und bestätigen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Halt, falsche Taste. Zum Green Dragon. Bin mal gespannt, was wir dort finden. Ja, der sieht schon nicht mal so aus wie Sherlock Holmes. Der sieht schon ein wenig anders aus, aber welcher Bandit, sag ich mal, fährt mit einer Kutsche rum? Ich denke mal, die Dinger sind ziemlich teuer gewesen zur damaligen Zeit. Keine Ahnung. Ist ja im Grunde genauso das, was wir heute als Taxis sehen. Nehme ich zumindest mal an. Überrascht mich eigentlich... Oh, Panther spielt Counter-Strike mal wieder. Überrascht mich ja eigentlich, dass wir noch keine weiteren Hirngespinste bzw. Einfälle hatten. Ich muss vorsichtig sein in dieser Lasterhöhle. Lasterhöhle, sagt er. Komm schon, Bobby! No, go! Hey, halt's Maul! Gut gemacht, Bobby! Drücken, drücken, go! Wo müssen wir hoch hin? Was ist mit dir, Kleiner? Du siehst nicht gesund aus. Ach, da hinten ist der Green Dragon. Okay. Ich weiß jetzt nicht, sollen wir hier oben einfach mal lang? Ach, hier geht's nicht lang. Okay. Dann wird's hier drüben auch nicht lang gehen. Nee, ist auch abgenagelt. Also du bist regelrecht gezwungen, in den Green Dragon zu gehen. Was ist mit euch zwei? Ihr macht auch nichts. Ich frage mich, wie lange die da schon Arm drücken. Gehen wir mal rein hier. Okay.
geht's lang? In die Richtung, so wie es scheint. Da oben hin. Ansonsten ist hier auch nicht so viel. Vielleicht könnte man eine Falle vorbereiten, aber oder auch nicht. Aber oder auch nicht. Aha. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so eine Art Tiersteher oder so, aber es scheint ihn nicht zu interessieren. Okay. Hier ist auch nichts weiter. Ich sollte still sein, damit ich hören kann, was die Leute so sagen. Ja, dann soll man uns einfach nicht hören. Nicht. Ja, dann nehmen wir uns einfach mal hier an. Und belauschen einfach mal die zwei Typen hier. Oh, stimmt. Da war ja was. Mit der Maus geht er noch. Aber wenn du die da nachsetzen musst... Es gibt hier eine illegale Schule, wenn ich trinke. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Nicht? Na, okay. Achso. Hier kann ich nichts hören. Ja, setz ja mal hinter dir. Ja, komm, setz dich erstmal. Groß, bisschen Beruhigung. Der hat nichts. Ja, dann quatsch mal ihn mal voll. Schöne Musik. Gab's ja damals nicht. Anderes. Mist. Der Anschlag auf uns ging schief. Ah, er war's also. Was hat er jetzt für eine Karte gezeigt? Gute Frage. Interessant. Man braucht eine Art Passierkarte, um durchgelassen zu werden. Tja, ansonsten... Gute Frage. Was machen wir denn? Einfach mal hier ranstellen. Und lauschen wir einfach mal die Typen. Oh. Komm, komm, komm. Da musst du mal nachsitzen, das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist natürlich. Das Bier. Stark. Das Bier. Stark. Ich sollte es mal probieren. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Fischer. Oh, Fischer. Ach, jetzt können wir uns hinsetzen, ja? Dann nehmen wir uns mal hin. War doch gerade was. Oh. Na, komm, komm. Der Kerl mit der Hasenscharte? Was guckst du mich an? Ja, das fällt auf, wenn du irgendwie... Das könnte der Bombenwerfer sein. Ich muss einen Weg nach oben. Das fällt aber auch auf, sag ich mal, wenn du dich jedes Mal woanders hinsetzt. Aber, na gut. Weil wir haben uns generell schon ein wenig zu stark umgeschaut. Sag ich jetzt mal. Und wenn wir uns jetzt hier hinsetzen, fällt sowas eigentlich auf. Was schaffst du denn? Verschwinde! Tja, das war's wohl. Aber nicht viel erreicht, schade. Ah, jetzt. Oh gut, das ist natürlich vom Vorteil hier. Jetzt. Und ich klappt das so, wie ich mir das denke. Knapp. Mach mir einen Doppelten. Ich gehe kurz rauchen. Genau, geh mal einer rauchen. Was Gutes für die Lunge tun. Ich könnte sie stören.
Man sagt ja, ohne Dampf kein Kampf. Das war vielleicht schon zu laut. Ja, einfach mal hingehen. Nice. Ach, da ist was drin, ich sehe es, aber wie komme ich da ran? Jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich auch noch Q drücken, als hätte ich keine anderen sollen. Boah. Uiuiui, das war aber ganz schön knapp jetzt hier. Was haben wir denn jetzt gekriegt überhaupt, diese Karte? Na, Passierkarte zum illegalen Spielzimmer im Green Dragon. Mhm. Dann gehen wir mal ins kleine Hinterzimmer. Du kannst durch. Ja, ich danke dir. Möchte aber auch sein, dass ich durch darf. Bin ich mal gespannt, wie man hier... Wiggins? Nee. Ach, das ist der mit der Hasenschale. Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Ah, verstehe. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Erstmal haben wir einen kleinen Gedanken. Mehrere sogar, so wie es scheint. Wir tun jetzt einfach mal wieder verbinden hier. Damit schon mal nichts. Auch nicht. Auch nicht. Ach, das hat geklappt, aber andersrum nicht, oder wie? Orson Wilde ist ein guter Schauspieler. Die Journalisten haben nicht bemerkt, dass sie nicht mit ihnen, sondern mit Wilde sprachen. Meine Güte, die fangen schon an, wieder mit den Türen zu plauzen. Ich krieg die Krise. Orson Welles ist besessen von der Vorstellung, sie zu sein. Er verkleidet und verhält sich genau wie sie. Orson Welles ist ein... Machen wir mal besessen. Ansonsten noch irgendwas? Kneipenbesuch? Das hat man schon. Ja, wir haben alles. Bis jetzt. Schauen wir mal. Was wir noch so alles finden werden. Ah. Das ist also von hier oben. Ei, dann hat er uns wahrscheinlich sogar noch beobachtet von hier aus. Das würde mich nicht wundern. Haben wir ziemlich schlechte Karten, muss ich sagen. Das war hier überhaupt... rauskommen, weil der ist ja nämlich von hier gekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut laufen wird. Ah, hier ist ein Spielzimmer. Eine Glückssträhne. Erhöhung in Schilling. Setze alles. Heute ist mein Glückstag. Ich muss auf die andere Seite. Hm. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen. Tja, nur so einfach ist, denke ich mal, nicht. Hey, da darfst du nicht raus. Nicht. Setz dich hin und spiel. Oder verzieh dich. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wache von der Tür weggeht. Versager. Ah, für Ablenkung sorgen. Okay. Sonst für eine Ablenkung gelangen sie durch die bewachte Tür nach draußen. Setze alles. Ich werde heute reich. Versteckter Knopf, aha. Da haben wir auch noch Spielkarten. Mit diesem Gerät am Arm kann er sich extra Karten nehmen und so betrügen. Oh. Der Knopf gehört zu dem Gerät an seinem rechten Arm. Ah, okay. Mit einem Spiegel sieht er, welche Karten er austeilt.
natürlich interessant, ne? Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Das aha. muss ich zur Ablenkung machen. Heute ist dann mein letzter und Fingerglück. Nicht wie? So lang. Eine Glückssträhne. Wir haben noch kein Gerät, was wir hier verwenden könnten. Würde ich zumindest jetzt sagen. Ich werde was ist heute mit ihm hier? Reich. Ein sehr feiner Hut. Und ein Dolch. Hier sind Messer erlaubt? Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lang. Ah. Eine Glückssträhne. Versager. Streit beginnt. Setze alles. Kabel durchschneiden. Heute reich. Was ablenken. Du denn so? Erhöhe um den Messer Schilling. Nehmen. Nicht einpennen. Versager. ja. Eine Glückssträhne. Tja, wie machen wir's? Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Was ist denn heute das? Ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lang. Tja. Eine Glückssträhne. Streit beginnt. Versager. Ich würde mal sagen. Setze alles. Ich werd heute reich. Aha. Was guckst du denn so? Erhöhe um den Schilling. Nicht einpennen. Versager. Dann Messer nehmen. Ich gewinne. Streit beginnen. Und von der Tür weggehen. Ich würde jetzt mal sagen, dass das so passt. Oder auch nicht. Nein, so eine Ablenkung nee. Bringt nichts. Eine Glückssträhne. So. Setze alles. Kabel durchschneiden. Streit beginnt. Heute ist mein Glückstag. Ablenken. Anfängerglück. Messer nehmen. Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Ach man. Streit beginnt. Versager. Das. Setze und alles. Der hier. Probieren wir es nochmal. Heute reich. Nein, so eine auch Ablenkung. Nicht. Es wäre natürlich blöd, ja. Setze alles. Ich werd heute reich. Was guckst du denn so? Vielleicht ablenken. Messer nehmen. Nicht einpennen. Versager. Kabel durchschneiden. Na gut, das wäre natürlich. Ich gewinne. Am optimalsten, wenn man sich Sätze wirklich mal durch den Kopf gehen lässt. Eine Glückssträhne. Ja, scheint richtig zu sein. Dass der Wachmann das nicht mitkriegt, das finde ich sehr interessant. Ja gut, so geht's natürlich auch. Schade, dass man jetzt nicht sieht, wie sie sich knuppeln. Das wäre natürlich cool. Ach, jetzt muss man hier wieder doch mit der Maus und... muss ich wieder auf Betis hier achten, was nicht ganz so einfach ist. Ich sag mal, wenn die WASD-Tasten teilweise auf einer Seite sind, geht's. Aber bei der Maus ist schwierig. Oh. Shit. Oh, sehr schön. So, wo sind wir? Ach, hier sind wir jetzt auch rum. Das heißt, wir müssten jetzt hier runter. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Denn die Zeit ist dann doch schon wieder langsam ran. Und bevor hier noch irgendwas passiert, würde ich sagen... Wir machen Feierabend und sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Sherlock Holmes. Haut da rein. Ciao.